Ah, da hinten sieht es nach einer Grabkammer aus. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Freundlich. Und wenn man hier unten lebt, braucht man auf jeden Fall deutlich weniger Feuerholz, glaube ich. Kann man eine Menge an Mietkosten sparen, Heizkosten. Wenn man ein Angebot für eine Wohnung kriegt, das ist immer gleich eine Warmmiete. Ha, 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 ha. So, da hinten sind Wasserpfeile. Die will ich auch ehrlich gesagt haben. Weiß aber nicht, wer die dahinter hingelegt hat, oder beziehungsweise Wasserpfeile scheinen ja hier im Wasser zu entstehen. Das sind Wasserkristalle, glaube ich. Wie sie da entstanden sind. Hier in brütender Hitze. Wahrscheinlich hat der Fels einfach ein bisschen geschwitzt. Hier kann man übrigens auch schön runterfallen, wenn man Pech hat. Einfach nur mal kurz verklickt und schon liegt man in der Brühe. Diese Stelle ist zum Kotzen. Nee, 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 nee. Hier geht's zum Feuertalisman. Normalerweise gehe ich immer erst zum Wassertalisman. Ein Wassertalisman gibt's hier nicht. Ich gehe zum Wassertalisman. Also wo er eigentlich liegt. Denn ehrlich gesagt, wenn wir den... Oh, sieht man das? Wasserpfeile, die habe ich gar nicht gesehen. Denn ehrlich gesagt, wenn wir den Feuertalisman holen, wie ihr schon denken könnt, man muss ja nicht ohne Grund hier einfach so raus, passiert irgendwas. Die Decke stürzt ein und die Wände sondern grünen Schleim ab. Ach, keine Ahnung. Ich weiß, was passiert, aber ich soll es nicht erfahren. Ich will euch nur warnen, dass da was passiert. So. Jetzt sind wir hier und das irgendwie, ja. Was ist jetzt los? Er wollte nicht höher klettern, ich weiß nicht warum. Normalerweise gehe ich immer unten lang, die Feuergeister lassen wir jetzt erstmal. Wir gehen jetzt erstmal da, wo der Wassertalisman ist. Hin. Glück gehabt. Ich hätte uns auch verletzen können. Hier war, wenn ich mich recht entsinne, erstmal nichts. Hier sind die Arbeiterhäuser. Hier unten. Die Arbeiterkarten. Kleine Häuser, also hier, wenn man sich sie anschaut, wie groß die eigentlich nur waren. Und das sind Häuser, also hast wahrscheinlich nicht mehr als einen Tisch drin. Ach ja, ich erinnere mich. Kommt man aber leider nicht rein, alles zu. Ist seit Ewigkeiten verrostet. Unser Vorteil, dass sie so gebaut sind. Unser Nachteil, wo sie gebaut sind. Alles voll mit heißer Lava. Und diese Lava will unser Cocktailwürstchen grillen. Was ist das denn? Hier hinten liegt ein Gashall. Hä? Der ist neu. Eine Störung ist fühlbar. Was? Da hinten liegt ein Gashall. Das ist ziemlich sicher ein Gashall.
Ist das jetzt ein. Ist das ein Geist? Der ist neu, den kenne ich nicht. Geh mal kurz hin und mal sehen. Oh, das ist. Fliehe nicht. Sieht aus wie im ewigen Feuer. Was sagen wir denn dazu? Echt? Hier gibt's noch Menschen? Echt? Hä? Also, das kann ich jetzt überhaupt nicht verstehen. Was sagen wir denn dazu? Dass hier überraschenderweise noch Menschen sind. Wieso gibt's hier Menschen? Das ist doch... Ein Glück überhaupt nicht unlogisch. Das sind doch die Magier. Das finde ich echt komisch, oder? Das erklärt. Deshalb konnte man hier Blitzbomben kaufen. Die gab es nämlich früher nicht und ich habe auch jetzt den Sinn nicht verstanden. Jetzt macht es natürlich Sinn. Ich habe jetzt gedacht, das ist ein Untote, aber ehrlich gesagt waren hier früher an der Stelle, wo die waren, Also eigentlich waren, wo die Typen jetzt waren, heilige Lichter. Ich habe die jetzt absichtlich übrigens leben lassen. Früher konnte man einfach so drüber springen, das geht jetzt aber nicht mehr. Boah, da kriegt man den Herzkasper. Unglaublich, dass sich das Level so geändert hat. Okay. Dann gehen wir dann lang. Die Sarkophage, weiß ich nicht, was die für einen Sinn haben. Habe ich noch nie verstanden. Ich habe immer gedacht, da muss irgendwas rein, aber... Ich bin mir auch sicher, dass ich jetzt da oben ein Gespräch abgebrochen habe. Das tut mir leid. So, eigentlich gab es hier noch irgendwann... Da liegt ein Toter, gut. Das ist ein schöner Hinweis, den gab es nämlich ursprünglich nicht. Passt mal auf. Ihr macht ordentlich... Aua. Hier noch mehr Wassermagier. Sind das Wassermagier? Ich lasse mich mal kurz zeigen. Ich will mal wissen, was die machen. Ist dies eine Vision? Die Stille kehrt zurück. Ah, wer stört diesen Ort? Der Neger. Ich wollte dich eigentlich zeigen lassen, aber... Ach, hier müssen wir ja eh hin, fällt mir gerade ein. Richtig, den Hebel habe ich ganz vergessen. Welche Vision? Ich habe einen Eindringling entdeckt. Ich beschwöre. So, hier haben wir auf jeden Fall noch eine Menge zu klauen.
diese Scientologen hier überall. Noch so einen schönen ranzigen Sarg. Oh, schön hier, daran kann ich mich auch nicht erinnern, dass es so schön war. Wie dem auch sei. Hier ist alles zu. Ich weiß nicht, welchen Sinn dieser Raum jetzt hat. Aber wenn ich mich recht entsinne, war hier irgendwo... Das haben sie anders, ist wirklich anders aufgebaut. Ich glaube, hier war ein Loch in der Wand. Und da ging es nach unten, entweder hier oder da, wo ich die beiden Typen gerade niedergeschlagen habe. Und da war der Wassertalisman versteckt normalerweise. Wieso ist die Bruderschaft der Hand hier? Ich muss mal das neue Intro von der Stadt anschauen, vielleicht gibt das einen Hinweis drauf. Egal, wir mussten eh hierher. Übrigens, in die andere Richtung passiert das auch. Was für ein Trottel. Der ist bestimmt vergessen. Irgendwo gab es einen Hinweis, dass das genau passiert. Ich weiß nicht mehr wo. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen komisch. Naja, wie denn auch sei. Ich brauche die Seilpfeile aber wieder. Vielleicht kann ich auch nur mit... Ich brauche neue Seilpfeile. Halt, nee. Ich brauche jetzt irgendwie neue Seilpfeile, wenn ich ehrlich bin. Den kann ich nicht rausziehen. Früher war es tatsächlich so, dass man hier direkt drüber springen konnte. Da war das ein ganz kleiner Steg bloß. Wie kommt die da eigentlich rüber? Okay, bei den Windmagiern könnte ich mir noch vorstellen, wie sie da rüberkommen, aber ansonsten... Gut, einen brauche ich wenigstens erstmal. Ich werde bestimmt irgendwo noch welche finden, aber ich brauche trotzdem welche. Früher war es so, wenn man wieder hochgekommen ist... das Licht her. Wenn man hier hochgekommen ist, deshalb habe ich jetzt die auch nicht weggeholzt, sind da diese komischen Edwards gekommen. Es standen dann plötzlich drei von diesen Edwards mit den Scherenklauen hier oben. Sehr, sehr schön, wie sie sich um alles kümmern. Diese bescheuerte Bruderschaft der Hand. Ja, dass du tot bist. Ach, Mensch, Seilpfeile. Noch ein bisschen Beutgut. Eins der Medaillons. Und sie haben eine Schriftrolle gediebt. Ach. Baut das Grab tief unter der Erde und füllt es mit allen Dingen, die ihm in der Tiefe Freude bereiten. Die Pracht soll unserem geliebten Herrscher folgen, um seine Größe zu verkünden. Und wehe einem jeden, der seinen Schlaf zu stören trachtet. Der wird von unten, von oben und von dem, was direkt vor seinen Augen liegt, auf das Ärgste gefährdet. Nicht, wenn man es weiß und sich einfach duckt. So, einen Futternapf haben wir noch und hier ein Tagebuch. Wir haben die Elementarwesen während unseres Aufenthalts sorgsam gemieden, erhielten jedoch heute einen schweren Schlag. Aus dem Nichts griff eine Horde der Wesen unsere Truppe an. Wir konnten sie mit den letzten verbleibenden Wasserkristallen abwehren. Allerdings zu einem hohen Preis. Hodge erlitt schwere Verbrennungen und wird die Nacht möglicherweise nicht überleben. Janice und Abner, ja, hier hört's auf. Kein Mensch weiß warum. Das haben sie ein bisschen doof gelöst. Ich glaube, Janice und Abner haben sich dann hier getrennt von denen. Mit dem restlichen Wasser.